Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker Online, bei mir eurem Feuerstachel. Heute mit den vier Elementen vom lieben Ecke. Er hat die Level zwar nicht eingesendet, allerdings habe ich die Sternanzahl gesehen und habe mir gedacht, da er schon einen Level von sich eingesendet hatte, will ich mir diejenigen hier auch noch gönnen. Sie wurden geteilt in vier Teile, nämlich Luft, Erde, Wasser und Feuer. Und allgemein die Sternanzahl und die ganzen Besucher und so, die lassen schon mal was richtig Gutes schätzen. Er hat eine Abschlussquote von 51%, also dürfte der erste schon mal ziemlich einfach sein. Und mal schauen, ob das auch wirklich der Fall ist. Ich denke schon mal ja. Und vorwärts. Luft. Ich schätze, gibt es irgendwo die Feder, oder? Kann es sein? Sollte so sein. Das ist ein tolles Level. Ah, da bin ich auch gleich deiner Meinung. Egal, ob ich es jetzt schon gespielt habe oder nicht, es ist ein tolles Level geworden. Okay, den schmeiß ich dann erstmal da unten hin. Und aktivieren bitte. Nein, du sollst es aktivieren, Yoshi. Du musst aktivieren, ne? Ansonsten ist nichts dabei. Dann ist es nicht gut. Perfekt. Und vorwärts. Jetzt ist man hier unten in so einer Luftschiff-Arena, beziehungsweise in so einem Luftschiff-Bereich. Cool, ich lasse mich hier unten mal hinfallen und... Da unten könnte ich so ein Trampolin mitnehmen. Soll ich das mitnehmen? Komme ich dann ohne das überhaupt wieder hoch? Komme ich. Hab's mal mitgenommen und ich brauche es, um hier hochzukommen, oder? Kann sein. Kann gut sein. Jawohl. Perfekt. Und hier soll ich rein? Echt? Da vorne kämen noch Plattformen. Ich glaube, da könnte man auch, oder da hätte man auch noch weiter gekonnt. Hier könnte ich den Weg freisprengen. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Nein. Ich will den so ganz stylisch erwischen. Lass mich den ganz stylisch erwischen. Krieg ich es nicht hin? Echt? Na gut, dann ebenso. Yoshi, du überlebst das, oder? Ja. Das ist ein robuster Geselle. No, Yoshi. Yoshinski, warum machst du das? Der rennt der Eisgeil in den Abgrund. Okay, Feder, das ist cool. Jetzt muss ich einfach nur so ganz geschmeidig über die Plattform hoppeln. Und weiter geht's. Wow, ein paar Feuerbarrieren, aber da ist auch nichts Schlimmes dabei. Und ab durch die nächste Röhre. Wo bringt die uns hin? Hier oben. Ah. Feuerblume. Nee, ich bleib bei meiner Feder. Oder brauche ich die Feuerblume? Wie komme ich hier weiter? Hä? Einfach nur nach oben springen? Ach so, anlaufen nehmen. Okay, und? Nein! Jawohl, ich bin ja eh noch nach oben geflogen. Perfekt. Wow. Ich darf jetzt bloß nicht wieder nach unten fahren, weil ich mein kleines Power-Up verloren hatte. Und ab nach oben. Ich habe da halt die Feder verloren, deswegen sollte ich das nicht mehr aufs Spiel setzen, um nochmal runter zu springen, beziehungsweise ich habe es ja eh nicht aufs Spiel gesetzt. Ich verfolge jetzt einfach mal die Münzen, weil ich denke, ja, das dürfte schon der Weg zum Ziel werden. Und? Da werde ich auch schon gleich attackiert. Die Münzen sind echt cool platziert worden. Da braucht man eigentlich gar keine Pfeile mehr, wenn man die hat. Und ich gehe davon aus, dass hier unten dann das Ziel ist, oder? Ja, ich meine, sieht irgendwie danach aus. Und? Wow, ganz oben reinspringen, ganz oben. Oder zumindest versuchen, ganz oben. Okay, möglichst hoch. Möglichst hoch. Komm, lass mich da ganz nach oben rein. Und? Okay, meinetwegen. Akzeptiere ich eben meine 25 Punkte. Das ist auch kein Beinbruch, man kriegt ja eh keine Power-Ups, deswegen braucht man das auch nicht. Und auch keine Leben, deswegen... Interessiert mich fürs erste Mal zumindest mal nicht. Ja, würde ich sagen, es hat schon mal einen richtig coolen Anfang gefunden. Cooles Level, ich mag die Art, wie du Rätsel und klassisches Gameplay verbindest. Und genau das kann ich auch sagen. Die Level sind einfach nur richtig Hammer. Die vier Elemente. Ecke, du hast es drauf. Und das war das Luftlevel. Mal schauen, was uns im Erde-Level erwarten wird. Level 2 von 3. Die Abschlussquote liegt hier nur bei 14%. Das heißt, es dürfte etwas knackiger werden. Allerdings nicht so knackig, dass wir es nicht schaffen werden, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Und weiter geht's. Hier geht man rein, dann kommt man hier rein und Eisblöcke sind hier. Hier könnte man rutschen, aber man könnte auch ganz einfach nach oben kommen. Blooper! Wie ich euch liebe, Blooper. Ihr seid süß. Wenn ich den auf den Kopf springen würde, wären sie ja praktisch weg, oder? Eigentlich müsste es ja so sein. Hä? Ja, die sind dann echt weg. Ich brauche hier irgendwo... Ja, da oben wahrscheinlich. Och, Mann. Aber der Blooper stört mich gerade ein bisschen. Ich muss den erledigen. Es ist so ein... Oh. Der hätte mich gerade in den Blooper fast reinbuxiert. Komm her, kleiner Kerl. Kleine Geselle. Jawohl, weg mit dir. Und jetzt kann ich da ganz entspannt nach oben chillen. Jawohl. Und, was gibt's hier? Ein Trampolin? Nee, eine Feder. Die ist noch besser. Und sogar noch ein Trampolin. Ah, einfach nur perfekt bedient.
Nioko oben kann ich aber leider nicht durchschwören. Das ist ein bisschen schade, aber mein Gott, das kriegt man auch so hin. Ich hätte es ja eigentlich auch schaffen können, mit dem Trampolin hier nach oben zu kommen, aber ich habe mir gedacht, nein. Das lassen wir dann lieber mal da unten. Sie wollen uns das hier ein bisschen schwerer machen, indem sie uns abhalten, es nicht unbedingt mit nach oben zu bekommen. Und das war gerade eben Fail. Und dann lassen wir es auch einfach mal so, wie es der Level-Designer gewollt hatte. Weil er designt die Level eh so knackig, beziehungsweise so cool, da muss es einfach nur einen tieferen Sinn haben. Kommt hier oben noch was? Kommen wir da hoch? Nicht? Kein Power-Up, so ein versteckter Block oder so? Nicht? Okay, dann nicht. Gibt es hier eine Feuerblume? Ein Pilz und das war's auch schon. Okay, da hätte ich lieber meine Feuerblume behalten. Aber ich meine, man kann sich nicht aussuchen. Wenn man getroffen wird, ist das eben so und da kann man nichts mehr machen. Hier kriegt man sie ja eh nochmal. Deswegen war das auch kein allzu großes Problem für mich, finde ich jetzt. Weg mit dir? Jawohl. Nein, weitere Montys. Weg mit euch. Bob-Bomb. Ich würde am liebsten sagen, ich buxiere den jetzt einfach da gegen die Wand. Und den Rest macht ihr dann einfach von alleine unter euch aus, oder? Komm ich hier durch? Eigentlich müsste ich hier durchkommen. Nein, oh, ich hätte es nicht riskieren sollen, aber gut, passt schon. Schon wieder noch ein Treffer. Nein, das ist doch gerade ein richtiger Fail. Jetzt bin ich ja eh klein, jetzt kann ich da auch ohne Probleme durchlatschen. Sollten die Bob-Bombs mich nicht stören? Die stören mich aber gerade eben ein bisschen. Gibt's denn nicht so einen Pilz und versteckt oder so? Nicht? Nein, okay. Ich könnte, glaube ich, auch abkürzen, hätte ich mir einen Bob-Bomb mit nach da drüben hingenommen. Aber habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen auch kein allzu großes Problem für mich. Nein, Monty. Du lässt es mal ganz schön sein, du kleiner Schlawiner. Nein, im Ernst? Ich wollte hochspringen und mir die Feuerblume gönnen, aber nein, der Monty da unten muss natürlich genau in dem Moment da sein, um mich zu erledigen. Ja gut, jetzt kennen wir den Levelaufbau schon so ein bisschen und können ein bisschen mehr durchrushen. Okay, kann ich da nicht schon? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Wow, das will ich aber schon mit nach oben nehmen. Naja, das ist schon klar. Das muss sein. Nicht in die Pflanze reinspringen und wieder nach dem Blind nach oben nehmen. Jawohl, so passt es. Und lass mir nochmal nach oben. Jawohl, danke. Ich nehme jetzt mal einfach mal wieder die Feuerblume, weil ich denke, die bringt mir einfach deutlich mehr. Weg mit euch Pflanzen, ihr seid öde, ihr seid dumm. Ich mag euch nicht. Nein, der hat Flügel. Warum hat er Flügel? Wer hat den Flügel geschenkt? Hallo, der ist kein Engel. Der soll auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Er ist ein einfacher Monty, ein einfacher Maulwurf. Ein einfacher Maulwurf, der in der Erde nach Löchern gräbt, beziehungsweise nach Würmern sucht. Und ich bin gerade eben so unfähig wie eh und je. Mama mia. Ich lasse mir den Pilz jetzt hier draußen einfach mal noch zur Verfügung, falls ich hier drin nochmal scheitern sollte, was ich hoffentlich nicht tun werde, aber ich tue es gerade eben irgendwie. Deswegen erstmal wieder die kleine Feuerblume hier ausnehmen und für den Notfall habe ich ja draußen immer noch meinen einfachen Pilz. Ich meine, Pilz ist besser, als wenn man gar nichts mehr hätte, oder? Ja, schon, ne? Deswegen erstmal hier unten aufmachen, aufknöpfen, mach mal die Tür auf, kleiner Peter. Ne? Für was bist denn sonst da? Nein. Und hat gepasst, jawohl. Weg mit dir, weg mit euch allen. Okay, der ist explodiert, dann kann ich hier runter ohne Probleme. Mundis kommt jetzt mal alle kurz raus, so ganz geschwind, so ganz geschmeidig. Damit ihr mir keine Probleme mehr darstellt. Hier unten gäbe es eh noch was. Kommt hier unten ein Trampolin raus, genau. Was ist dann da oben bitte schon so alles? Einfach mal schauen. Und, wuhu, was gibt's hier unten drin? Na, eine weitere Feuerblume. Brauche ich jetzt in dem Fall allerdings nicht wirklich. Wow, okay, hätte ich vielleicht doch ein bisschen gebraucht. Aber ich meine, ich habe sie ja schon. Deswegen auch kein allzu großes Problem. Und weitere Bob-Bombs. Das heißt, ich komme hier unten wieder durch. Ah, und ich kann die Bob-Bombs dann hier für unten freischalten. Das hat so viele Rätsel miteinander verbunden. Ich liebe diese Level schon jetzt. Nein. Du machst mal da unten den Weg auf, du Kleiner. Jawohl. Und die anderen sollen jetzt bitte mir hier unten auch folgen, damit sie hier unten auch den Weg aufsprengen können. Und kommt an meine treuen Kumpanen. Da unten bitteschön, da drüben. Nicht mich angreifen, da unten aufmachen. Danke. Dankeschön. Und du machst bitte den Weg ein bisschen größer, damit es ein bisschen simpler ist, hier aufzunehmen, beziehungsweise hier durchzukommen. Wow, ich wäre da fast einfach durchgerannt. Aber das wäre ein Problem gewesen. Naja, passt schon. Und? Eine Feuerblume? Ja, falls man die hier nicht mehr hätte. Simpel, das erleichtert es nämlich ein deutliches Stückchen. Und auch weg mit dir, beziehungsweise weiter mit dir. Ah, da klemmt er an der Lücke fest. Und, jawohl. Ha, jetzt sind wir im Untergrund gelandet. Hier gibt es einen Pilz, aber wir haben ja immer noch unsere Feuerblume, deswegen ist das kein Problem für uns aktuell. Und? Ha, nein, das war so ein Fail. Warum lässt ihr mich von dem Simplen treffen? Hier ist aber ein Stern. Jetzt hat man gesehen, dass hier was versteckt war.
Und vorwärts. Kann ich jetzt einfach durchrennen, ohne dass ich irgendwo in den Abgrund renne? Beziehungsweise jumpe? Hoffe ich zumindest mal. Bin auch noch weg mit dir. Und weiter durch die Röhre. Ah, P-Switch, cool. Aber ich komme da oben auch trotzdem nicht durch. Ah, eine Feder. Nein, Feder. Jawohl. Die will man sich dann auch gönnen, wenn sie einem schon so offen serviert wird. Nein, Monty, geh weg mit dir. Ich bin mal wieder weg. Wow. Ich darf die nämlich hier nicht verlieren, denke ich. Ich glaube, die kommt dann nämlich nicht mehr wieder. Jawohl, ich hätte entweder mit dem P-Switch hier durchgekonnt oder mit der Feder auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es mit der Feder ein bisschen einfacher, denke ich. Ja, das ist echt einfach. Da kann man hier von Block zu Block jumpen. Und? Wir sind hier. Jawohl, weg mit euch. Links oder rechts? Und? War es richtig? Nein, es war nicht richtig. Naja, wir können da ja eh ohne Probleme wieder zurück. Und links. Ich habe mich gleich für links entschieden, Freunde. Das war auf jeden Fall der erste Versuch, gell? Feuerblume, ich weiß nicht. Ich habe die jetzt einfach mal genommen. Einfach nur so, weil ich denke, dass es schon Sinn hatte, dass man die jetzt hier wieder bekommt. Und hier kommt man anscheinend nach oben durch. Goodie. Kleine Ranke, die uns nach oben bringt. Und leicht treffen lassen. Oh, ich hätte die erledigen können mit meiner Feuerblume. Aber nein, ich bin so unfähig und renne einfach in den erstbesten Gegner rein. Das ist so typisch für mich. Ach Mann. Ja gut, hier unten kann ich auch wieder weiter ohne Probleme. Gibt es hier noch was Verstecktes? Ne? Nicht? Okay, dann nicht. Oh, Rutschparty. Cool. Ab nach oben. Na, jawohl. Gibt es da was Verstecktes oder so? Ich habe hier noch einen praktischen Pilz übrig. Und wir sind im Ziel. Ja, das war das zweite von den 4 Leveln. Ich glaube, der Part wird ein bisschen länger, aber die Level gefallen mir auch. Oh, ich habe einen Stern vergessen zu geben. Bitte verzeih mir. Freunde, das müsst ihr jetzt übernehmen. Klickt auf die ID, beziehungsweise nicht auf die ID klicken. Schaut euch die ID an, schreibt es euch auf und spielt den Level selbst. Und gebt ordentlich viele Sterne, denn er hat nur 14 bekommen. Das ist eindeutig zu wenig. Der nächste hat 28, heißt Wasser. Ja gut, der hat eine Abschlussquote von 40%. Wahrscheinlich sind die Einfachen echt deutlich begehrter und auch beliebter bei denjenigen, die die Sterne verteilen. Die anderen denken sich so, der ist so schwer gemacht, der ist unfair, da gebe ich doch keinen Stern. Dass sie selbst einfach nicht den nötigen Skill haben, denken die meisten dann gar nicht. Was heißt den nötigen Skill? Sie denken wahrscheinlich, den hast du einfach gemacht, der ist cool anzusehen, dann gebe ich einen Stern. Aber ich brauche für mich zumindest so einen gewissen Anspruch, beziehungsweise Ansporn, dass ich hier überhaupt was schaffe. Beziehungsweise, dass ich hier auch ein bisschen was zu tun habe und nicht einfach durch die Gegend latsche, ohne wirklich eine Leistung erbringen zu müssen. Wie zum Beispiel bei den meisten Leveln, die in der Sternliste einfach drin sind. Da oben gibt's was, deswegen hole ich mir das erstmal einfach mal und... Eine Feuerblume, cool. Ja, komm, mach mal ohne den Weg auf. Oder ich könnte es auch so machen. Ja. Da komme ich dann nämlich schneller nach unten. Und? Unterwasserlevel, wow. Och ne, die Knochenfische. Die gab es ja schon damals in Super Mario World. Ich hätte gedacht, die kämen erst neu dazu bei New Super Mario Bros. U, beziehungsweise Wii und DS. Aber nein, die gab es schon damals. Richtig cool. Power-Ups werden hier auch ordentlich verteilt. Deswegen, ja, das ist echt simpel. Beziehungsweise sehr einfach gehalten. Wäre aber auch cool, wenn man den wirklich ohne Treffer überstehen würde. Wie ich es jetzt einfach mal probieren würde. Weil man kriegt hier in jeder Ecke einfach eine weitere Feuerblume. Selbst wenn man hier total dranduselig durch die Gegend saust, man übersteht es hier ohne Probleme. Weil ich denke kaum, dass man sich wirklich so oft treffen lässt in so kurzer Zeit. Und, lass mich raten, noch eine Feuerblume. Oh, du bist so großzügig. Was gibt's da oben? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da nach oben gehen würde, wäre ich ausgetrickst worden, oder? Oder ist das hier der Austrickser? Nicht die erstbeste Röhre nehmen. Was heißt Röhre? Tür nehmen. Sondern vielleicht weitermachen. Hier? Jetzt bin ich hier unten. Wow, nicht in den Abgrund fallen. Das wäre dein Tod gewesen. Ne, Kleiner, das wäre echt dein Tod. Okay, hier ist anscheinend nicht richtig. Dann gehen wir einfach mal weiter wieder nach da oben. Und einfach weiter schwimmen, oder? Kann es sein? Kann es sein, yo? Bros, kann es sein? Ich glaube schon, oder? Kommt man hier rein? Hier, nee, hier gibt's einen P-Switch. Den gönne ich mir dann einfach mal. Und? Jawolli. So schwimmt man nämlich auch ein bisschen besser. So, als ob man auch
Das gleiche funktioniert auch, wenn man eine Kobaschelle in der Hand hätte. Und okay, ich weiß, wie man sich jetzt fühlt, wenn man getroffen wird. Beziehungsweise, wenn man sich treffen lässt. Genauso, wie ich mich gerade eben hier jetzt auch gefühlt hatte. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal wieder nach oben, weil die Münzen habe ich hier alle noch nicht eingesammelt. Deswegen, es muss ja was bedeuten. Okay, wow. Okay, ich bleibe hier eindeutig oben. Weil da unten sind wir in die Tür reingegangen. Und ich will nicht wieder zurückgehen. Das wäre nämlich eindeutig ein Rückschritt. Okay, dann würde ich sagen, einfach mal weiter nach vorne. Oh nein. Gibt es an der Tür ein Power-Up? Falls ja, will ich es mir jetzt einfach mal gönnen. Weil jetzt brauche ich ausnahmsweise mal wieder ein Power-Up. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals dazu kommen würde. Und? Wo ist es? Ich glaube da unten, oder? Ne, hier bekam man den Peace Bridge. Hier? Wäre cool. Weil ich brauche jetzt wirklich eins. Die ganzen Zeiten davor habe ich immer nur gesagt, ich brauche keins, aber... Oh, man soll sich nicht zu früh beklagen. Jetzt habe ich halt keins und jetzt kann ich hier wirklich umkommen. Wenn ich nicht gleich den richtigen Weg finde. Das ist so ein Druck, unter dem ich nicht stehen wollen würde. Oder unter dem ich nicht stehen wollte. Okay, einfach mal mitnehmen. Und wir gehen jetzt ganz sachte nach unten. Nein. Okay, wir eben nicht nach unten. Und genau das passiert, wenn man nämlich ein bisschen unachtsam geworden ist. Aber hier sind anscheinend viele gestorben. Das heißt, viele haben denselben Fehler gemacht wie ich. Und ich jetzt probiere... Und ja, ich probiere jetzt selbst das... Und ich probiere dasselbe jetzt einfach nochmal. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder da vorne bin. Sprachfehler for the win. Bin ich hier hinten wieder beim P-Switch. Aber den will ich jetzt erstmal nicht nehmen, weil der verschnellert mich nur um unnötige Stücke. Da will ich lieber wieder hier reingehen und schauen, wo ich hier lande. In der Ecke hier. Na. Hier bringt mir ein P-Switch. Doch, ich komme dann da unten weiter. Mann, das ist so simpel. Warum habe ich das nicht am Anfang gesehen? Ich komme dann hier unten weiter. Okay, und wo bringt mich die Tür nochmal raus? Hier oben. Na, das ist so einfach gehalten. Und ich verpasse es einfach die ganze Zeit. Man muss eben ein bisschen rumrateln, aber... Beziehungsweise rumraten oder rumrätseln. Und dann findet man es auch ohne Probleme raus. Und schnell hinten hin. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich hätte den mitnehmen sollen, oder? Zumindest bis vor die Tür. Und dann vor der Tür aktivieren sollen. Oder ich hätte schneller die A-Taste drücken sollen und nicht so ganz entspannt so. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon, Freunde. Keine Angst. Euer Feuerstachel wird sich da bemühen und er wird es schaffen, auf jeden Fall. Warum sag ich sowas? Und dann mache ich sowas im Endeffekt. Es geht doch nicht. Okay. Jetzt ist er schon mal hier oben. Das ist schon mal cool. Und jetzt hier ganz schnell weiter, damit wir es auch hier ohne Probleme weiterschaffen. Und ich habe gemerkt, ich war gerade eben die ganze Zeit viel zu weit vom Mikro entfernt. Deswegen dürfte das so ein kleines Problem geworden sein. Aber ich hoffe, man merkt es nicht bei der Stimme an, dass ich so weit entfernt war. Ich war gerade eben ein bisschen gelassener und ein bisschen entspannter, deswegen hoffentlich nicht. Und hier oben gibt es eine kleine Feuerblume. Nice. Da oben geht man eindeutig durch die Röhre rein, deswegen machen wir das auch einfach mal. Und? Ich wette, wir haben es jetzt auch gleich schon abgeschlossen, oder? Hier in den Abgrund zu jumpen, das wäre so Deluxe gewesen. Aber ich wette, hätte ich es gemacht, hätte man da auch ein paar X gesehen. Das heißt, es hätten auch noch ein paar andere gemacht. Oh, ich hätte es so abgefeiert. Und noch eine weitere Feuerblume für mich. Wie komme ich da nach unten? Hier hinten ist... Nee. Ich glaube, da hätte ich am Anfang Drehsprünge machen sollen, weil hier unten kommt es dann weiter oder so. Ah, ich soll da irgendwie nach oben. Okay. Aber zuerst soll ich hier nach drüben gehen. Das ist anscheinend noch so ein Rätselhaus hinten dran. Ich habe nur noch 165 Sekunden Zeit. Es dürfte an der Zeit vielleicht sogar mangeln. Am Ende zumindest. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier nach oben und schaue mir das hier mal an. Okay, jetzt bin ich schon mal hier oben. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Hier komme ich nicht rein, deswegen einfach mal weiter nach oben gegangen. Und hier war ich doch schon am Anfang. Will mich hier irgendjemand auf den Arm nehmen? Hier waren wir doch schon. Und sogar haben wir uns treffen lassen. Das war ein kleiner, aber feiner Fehler. Ich schätze, hier unten gibt es noch eine Tür, oder? Das wäre relativ logisch. Nicht? Auch nicht hier? Nein. Okay, wir geben den Level jetzt einen Stern und dann downloade ich ihn mir, weil ich habe jetzt wirklich nicht wirklich die Lust, das Ganze bis da vorne wieder hinzuspielen.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so klug war, hier überhaupt den Weg frei zu machen. Ich bin dich ja letztens einfach so in den Abgrund gejumpt und genau das habe ich jetzt wieder gemacht. Oh, das war so dumm. Okay. Dann wäre hier drüben was gewesen? Genau, eine Pflanze, die mich nach oben bringt. Und da bin ich hier oben. Latsch hier eine Runde rum. Krieg eine Feder. Um da hinten wahrscheinlich dann weiter vorzufliegen. Genau, das ist logisch. Und ziemlich cool sogar auch. Okay, weg mit euch. Weg mit dem Weg hier. Und auch weg mit euch. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Jawohl. Und. Wuhu! One up. So ist man ins Ziel gekommen. Richtig netter Level. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich den letzten des Quartetts nochmal online an. Und das Mikro kommt jetzt ein bisschen näher zu mir hin, weil dann hört man mich wirklich besser und es klappt auch alles so ein bisschen regelkonformer. Bis gleich. Und da sind wir auch schon beim letzten der vier Level. Er heißt The Four Elements 44 Fire. Ah, Feuer. Hat eine Abschlussquote von 12,5% und 9 Sterne erhalten. Scheint anscheinend auch der neueste zu sein von ihm. Er wurde am 4.10. kreiert. Cool. Und mal schauen, was er sich hier so hat einfallen lassen. Der letzte war ja auch schon ziemlich knackig und hat mir sehr gefallen. Einen kleinen Bob-Bomb. Okay. Nein, da unten muss er bleiben. Er muss unten bleiben. Der hätte unten bleiben müssen. Warum nehme ich mir den? Ich darf mir sowas nicht nehmen. Ich muss den da unten lassen. Aber ich habe den jetzt einfach mal mitgenommen. Einfach so aus. Ja, Intuition praktisch. Ich hätte gedacht, hä, Bob-Bombs, die muss man mitnehmen. Aber nein, ich hätte den da unten lassen sollen. Und... spreng mal alles weg, dankeschön. Was gibt's hier so? Eine kleine Feuerblume für mich und so eine Shell. Braucht man die? Kann man die sich auf den Kopf setzen? Kann man auch schon damals. Oh, das ist richtig cool. Ich kann jetzt praktisch da wegbuxieren oder so. Gell? Ah, da kommen wir rüber. Ich kann den nach oben bringen, gell? Na, dann geht er mal nach oben. Dum, dum. Und? Aktiviere den P-Switch. Aktiviere den P-Switch. Aktiviere den P-Switch. Oder komme ich da selbst hoch? Ich komme da nicht selbst hoch. Ich muss den dazu bringen, den P-Switch für mich zu aktivieren. Aber der springt immer wieder weg, wenn ich den da auf den Block hier buxiere. Da muss er nicht drauf. Der soll da nicht drauf. Der soll direkt drüber springen. Na, dann aktivieren halt nicht. Ich krieg's wahrscheinlich auch irgendwie so hin. Nee, krieg ich nicht. Das heißt, ich muss doch auf ihn vertrauen. Und jetzt ist er weg. Ah, da kommt er wieder raus. Ich hatte schon gedacht, der wäre weg für immer. Das ist ein trauriger Abschied, ne? Fällt mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Ach nee, spring doch darüber. Mach mir doch den Gefallen und geh da auf den P-Switch drauf, da oben. Der ist doch ganz nah dran. Ist doch kein großes Problem für dich, oder? Kannst du das echt nicht? Bist doch so ein kleiner Schlawiner. Nein. Muss ich den da irgendwie direkt dazu buxieren oder so? Jawohl, endlich. Wow. Aber wie sagt man so schön, was lang währt, wird letztendlich doch noch gut. Und? Lass mich da mal durch. Lass mich da mal durch. Jawohl. Perfekt. Perfektissimo. Was gibt's hier oben? Noch weitere. Okay. Du machst mal die Knöpfe da vorne voll. Dankeschön. Wow. Ich sollte lieber nicht hier unten bleiben, sondern ich glaube, ich gehe da oben rein. Das sieht ein bisschen besser aus. Ist es, glaube ich, auch. Und? War das der falsche Weg? Nicht? Ja, was soll ich hier machen? Ich weiß nicht. Willst du mich hier irgendwie in eine Sackgasse locken? Nee, ich muss hier unten lang. Eindeutig. Wow, okay, ich habe meinen Helm verloren. Die Pfeile sind gerade sehr informativ. Ich probiere es einfach mal. Ich hoffe mal, du hast mich nicht ausgetrickst, du kleiner Trickser. Und? Feuerblumen, aber die haben wir ja schon, deswegen brauchen wir sie nicht nochmal. Zumindest nicht unbedingt. Und ja, hier oben komme ich nicht hoch. Das war sowas von klar. Ich habe jetzt auch keinen Shell mehr, mit der ich ihn hochbuxieren könnte. Ich brauche wieder eine Shell, aber woher kriege ich die? Da oben nicht. Ich habe meine Shell verloren. Ist der Level jetzt praktisch für mich gelaufen? Oder kriege ich die noch irgendwo mal? Nein, ich musste da durchraufen. Ich musste es einfach. Da hat kein Weg vorbeigeführt. Schade eigentlich, aber ist halt so. Hier gibt es eine Feuerblume, aber auch nicht deutlich mehr, oder? Gibt es eine Shell? Sag mir, gibt es da eine Shell? Da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Das heißt, es könnte gut möglich sein. Aber ich glaube jetzt einfach mal nein. So freundlich, wie sie sind. Aber hier unten? Na,
Das sieht schon mal viel besser aus. Und? Jawohl. die andere schnappe ich mir auch einfach mal so für Notfälle. Nein! Oh. Na gut, setze ich mir die auf und ich schnappe mir noch mal eine. Wie gesagt, für Notfälle, falls das, was gerade eben passiert ist, nochmal passieren sollte. Was, glaub auch des Öfteren mal vorkommen könnte. Und ab nach unten. Yes. Dumm. Jawohl, und weiter geht's. Jetzt kann ich hier rein und kann da oben dann auch noch Krach machen. Aber Yoshi kriege ich immer noch nicht raus, leider. Das ist ein bisschen schade, aber da kann man auch nicht mehr so viel machen. Okay, komm mal wieder raus, du kleiner Genosse. Kleiner Koopa und... Nein, darüber. Du musst darüber, jawohl. Und ich buxiere ich jetzt auf das Trampolin und dann da hoch. Das ist so innovativ. Mensch, ich liebe die Level von ihm einfach. Schon jetzt. Nein, du sollst nicht wieder zurück, du sollst da oben bleiben. Du Kleiner, muss man dir wirklich alles sagen? Nein. Da oben. Jawohl, das ist cool. So machst du mich glücklich. Und jetzt kriege ich gleich Yoshi von da oben. Weil der Bob-Bomb angezündet wurde da oben. Ich kann es dir nochmal ein bisschen besser zeigen. Und explodiert gleich wahrscheinlich. Oder? Nein? Was? Der ist nicht explodiert? Wie? Hallo? Das hätte doch sein müssen. Die P-Switch wurden aktiviert. Wieso? Ich verstehe das nicht. Muss ich jetzt wieder durch die Tür raus und dann nochmal rein, um das nochmal zu starten? Ich glaube schon. Aber ich verstehe das nicht. Die hätten doch eigentlich den total aktivieren müssen. Aber warum haben die es nicht gemacht? Okay, einfach wieder neu starten. Kein Problem, Freunde. Keine Panik in der Hose. Da wird schon alles wieder. Okay, das war gerade eben echt ein komischer Spruch. Naja. Komm mal wieder raus, kleiner Geselle. Und? Wuhu! Nein, nein, nein! Oh, nee. Komm. Wieder? Ich mag solche kleinen Kollegen nicht. Die sträuben sich immer gegen meinen Willen. Ich will die doch bloß zu ihrem Glück bringen. Aber nein, die wollen's nicht. Das war ganz gillig. Ich hab den einfach da drüber boxiert gehabt. Okay, Bob-Omb, komm raus und lauf mir entgegen. Jawohl, das ist cool. Und er wird jetzt selbst angezündet. Und bringt mir meine zwei Yoshis. Cool. Und die anderen werden jetzt festgehalten. Das ist nice. Nein, oh. Nein, nein, oh. Jawohl. Und die will ich jetzt irgendwo hinboxieren, wo man sie nie wieder findet. Dann nach oben. Geht aber nicht. Irgendwie. Dann kann ich sie ablegen. Kannst du nach oben? Ja, da oben hat sie einen guten Platz gefunden. Dann gehe ich einfach mal weiter meines Weges. Mal schauen, wo ich jetzt mit Yoshi zusammen hin kann. Ich glaube, da hinten war ein Weg. Yoshinski, bleib da. Jawohl. Und hier gab es so Stacheln, glaube ich. Genau, und da kann Yoshi ja drüber laufen, deswegen ist das kein Problem. Für ihn. Nein, da oben waren auch welche. Das habe ich nicht gewusst. Das hat mir niemand gesagt gehabt. Yoshi, komm zurück. Oder brauche ich den nochmal? Ich brauche den nicht mehr nochmal, oder? Kann sein. Nein? Gut. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Und P-Switch, den würde ich aber nicht gleich aktivieren. Ich würde den einfach mal am liebsten mal mitnehmen. Und... Das war unschlau. Und hier aktivieren. Jawohl. Und dann hier runter. Oh, oh, oh. Hab ich's geschafft? Ich hätte auch was aktivieren müssen. Ich hätte auch was... Lass mich da hin. Lass mich da hin. Nein. Ich musste auch was aktivieren. Könnt ihr euch selbst killen? Ich hätte da unten eine Rank aktivieren müssen, um hier nach oben zu kommen. Die killen sich jetzt ganz sicher nicht selbst, gell? Gibt's ein Notfallprogramm? Gibt's irgendwie so einen Panik-Button? Nicht? Das ist schade. Ich hätte einfach... Ich wette, da unten ist so eine Ranke drin, die ich einfach nur aktivieren müsste. Okay, geht hier mal alle ganz nach rechts. Ganz nach rechts. Och nee, da wäsche mich echt mit seinen Flammen. Aber ich lasse mir der Level jetzt auch runter, weil ich wette, da hinten wäre einfach nur eine Ranke drin gewesen, die uns dann einfach direkt zum Ziel buxiert hätte. Das ist so... Warum? Ja gut, Feier ist auch ein bisschen schwieriger gehalten. Ja, Level beenden. Runterladen und wir sehen uns dann gleich, wenn ich wieder da hinten bin. So, hier waren wir gewesen, da kämen normalerweise die Bowser hier raus und hier ist die Ranke nach oben, die ich nicht aktiviert hatte, weil ich einfach zu unfähig dazu war, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die mir gerade nicht erklärlich sind. Wenn ich dann hier durch die Röhre durchgegangen wäre, wäre ich wo rausgekommen? Hier. Und der ganze Weg wäre mir freigemacht worden von diesem Kleingesellen. Und ich soll hier draufbleiben anscheinend. Kommt dann hier oben hin, ohne Probleme. Und dann ist hier oben noch was. Leben und so für mich? Cool. Danke, akzeptiere ich.
Und was gibt's hier unten? Ich springe jetzt einfach mal so ins Blaue hinaus. Ins Ziel! Mann, wir waren so nah am Ziel. Ich hätte einfach nur in die Mitte da unten bei den Blöcken noch ranspringen müssen. Und ich glaube, ihr toleriert jetzt, dass ich einfach in den Baumodus gegangen bin, weil das war echt noch so knapp. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Freu dich drauf. Ich tue es und ziehe Leute euer Feuerstachel. Haut rein und ciao. Ich hoffe, ihr habt das Quadrologie oder die Quadrologie gerade eben genauso sehr genossen. Wie ich auch. Haut rein.